Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge. Ja, aus einer gewissermaßen verlängerten Sommerpause, denn wieder war das Herbst hienieden, das Regen aus Norden statt aus Süden, die Knospen an den Bäumen ruhen und auch die Katzen haben nichts zu tun. Und damit legen wir los und zwar mit der Prakti 2, einer ganz wunderschönen Kamera. Und die möchte ich euch diese Woche vorstellen, gewissermaßen als eine kleine Einleitung in diese neue Spielzeit. Und nächste Woche ist dann der Felix für euch da und stellt euch eine ganz, ganz tolle Minolta Weathermatic vor. Und sobald die fertig ist, werde ich euch die auch nochmal hier im Video verlinken. Jetzt gucken wir uns diese Kamera aber erstmal an und dazu habe ich drei Punkte für euch vorbereitet. Und zwar als allererstes gucken wir sie uns an in ihrer Funktionsweise und was so das Besondere an diesem Stück ist. Dann gucken wir uns ein bisschen was zur Geschichte an. Ich habe nämlich in dem Bestreben auch mal ein episches Video à la Steffen Schimmel zu machen, ein bisschen was gelesen. Und dann zu guter Letzt gucken wir uns noch das interessante Funktionsprinzip der Blendenautomatik von dieser Kamera an. Viel Spaß bei diesem Video! Schauen wir uns die Kamera im Detail an. Von vorne betrachtet sehen wir eine wahnsinnig formschöne und schlichte Kamera, die wir natürlich auch von der Seite betrachtet oder von oben betrachtet sehen können. Aber von vorne, finde ich, kommt diese Kamera wirklich richtig schlicht und wohlproportioniert daher. Wir haben hier das Sucherfenster, hier die Selen-Belichtungszelle und hier dazwischen ein kleines Lichtfenster, das den Zeigerstand der Nadel des Belichtungsmessers in den Sucher einspiegelt. Dann haben wir hier vorne das Objektiv, nämlich ein Domiton 40mm von Meyer Optik Görlitz, die ja gerade jüngst wieder ein bisschen von sich reden gemacht haben. Und dann haben wir hier vorne dann den Auslöser. Und wenn wir diesen Auslöser drücken, dann hören wir schon, ha, dieses Ding wird mit Batterien betrieben. Und zwar handelt es sich hier um zwei R6 Primärelemente oder wie man heute so schön sagt, zwei AA-Batterien. Und das ist natürlich ganz schön, weil wir können heute richtig hochwertige AA-Batterien von Warta benutzen und sind nicht mehr auf die guten aus volkseigener Produktion angewiesen, die maßgeblich zum Misserfolg dieser Kamera beigetragen haben. Aber dazu später mehr. Hier an diesem Ring lässt sich ein Motiv einstellen, das wir hier oben im Motivregister sehen. Ganz rechts haben wir ein Pferdchen mit Reiter, was, naja, wie soll es anders sein, für eine Sportaufnahme steht. Diese Sportaufnahme funktioniert eben bei einer 250. Sekunde und entspricht beim Objektiv einer Entfernung von 8 Metern, was etwas über die Hyperfokaldistanz ist. Das heißt, wir haben in die Unendlichkeit scharf gestellt. Bei der Landschaftsaufnahme haben wir das leider nicht ganz, wie man auch bei diesem Bild hier sehen kann. Denn hier haben wir eine Einstellung von 6 Metern und erst ab einer Blende von 5,6, also wir haben hier ja eine Offenblende von 4, aber erst bei einer Blende von 5,6 haben wir eben auch die Schärfe in die Unendlichkeit. Ja, bei der Personengruppe haben wir schließlich eine Entfernung von 4 Metern eingestellt und fotografieren bei einer 60. Sekunde. Das habe ich vergessen, das ist hier auch so bei einer 60. Sekunde. Und wenn wir dann noch eins weiter in diesen Porträtmodus gehen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Porträtmodus, ist eine Entfernung von 2 Metern und relativ schnell wird das natürlich nach hinten auch schon wieder sehr scharf. Wir kriegen also jetzt nicht wirklich die schicken Freistellerporträts hin, wie sie ja heute gemeinhin auch gewünscht werden. Ja, aber wir haben hier auf jeden Fall eine 30. Sekunde und da wird es sehr, sehr kritisch. Wir haben zwar dieses 40mm Objektiv, was ja eine sehr hohe Verwacklungsfreiheit irgendwo letztlich gewährleistet. Trotzdem, man darf nicht unterschätzen, dass der Weg dieses Auslösers sehr lang ist und dass er auch sehr, sehr schwergängig ist und die Kamera beim Auslösen durch diesen ganzen Blendenmechanismus auch einmal ordentlich durchgerüttelt wird. Das schauen wir uns am Schluss nochmal genauer an. Jetzt gehen wir weiter zum Blitzmodus und zum Bulbmodus. Die haben nämlich eins gemeinsam. Man kann die Blende
separat steuern. Und das funktioniert über den DIN-ASA-Regler, der an der Rückseite angebracht ist. Wir können hier Werte von 12 bis 27 einstellen und müssen aber uns leider merken, welchem Blendenwert das entspricht. Ich habe tatsächlich schon mal eine Kamera gesehen, da waren auch die Blendenwerte noch mit aufgedruckt. Ich weiß nicht, warum sie das nicht seriell immer gemacht haben, aber es wäre durchaus praktisch gewesen. Denn wir wissen, bei der 27, also bei der 400, haben wir die kleinste Blende. Das heißt, wenn wir jetzt auslösen, schließt sie am weitesten. Das entspricht einer Blende 16. Und wenn wir dann pro Stufe nach oben schalten, dann öffnet sie sich um eine Stufe weiter. Bleibt sie ganz offen. Jawohl, sonst haben wir auf der Rückseite noch diesen Fernrohrsucher, der ist sehr praktisch, gerade wenn man Brillenträger ist und schlecht sieht. Den Sucherdurchblick habe ich vorher schon gezeigt und jetzt gucken wir uns die Kamera von hinten an. Wir haben die Rückdeckel, den wir so abnehmen können, der hat hier so eine kleine Lichtdichtung drin, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, ob man die wirklich braucht. Besonders wenn man es auch in der Bereitschaftstasche verwendet. Die hat eine Filmandrückplatte, so eine kleine bewegliche Rolle und eine Feder, die die Patrone abdrückt. Gucken wir uns das an. Wir haben auffällig hier zwei kleine Inschriften. Einmal Bildzählwerk einstellen und einmal DIN-ASA-Wert einstellen. Das haben wir ja schon gesehen. Das machen wir hier oben irgendwo zwischen 12 und 27. Und auf der Unterseite haben wir jetzt die Möglichkeit, das Bildzählwerk einzustellen. Und das ist ein bisschen was Besonderes, denn wir können dieses Bildzählwerk einstellen auf die gewünschte Anzahl von Bildern, also die praktisch auf dem Film drauf ist, plus 2. Ja, wir haben ja ein bisschen Spielraum noch. Und dann zählt die Kamera für uns nach unten. Das heißt, haben wir jetzt einen 36-Bilder-Film, wie wir das kennen, dann stellen wir diese Anzeige ein auf 38 und wenn wir jetzt auslösen, dann springt der Zähler, sofern man das jetzt hier erkennen kann, runter und wir kommen auf Bild 37. Und so wissen wir immer genau, wie viele Bilder aktuell noch auf dem Film mit drauf sind. So, hier haben wir den Rückspulknopf, denn zurückgespult werden muss noch per Hand. Und es gibt hier einen ganz interessanten Mechanismus, denn wenn die Kamera offen ist, dann fällt der hier raus. Und ich habe zuerst gedacht, oh nee, ist dieses Ding kaputt. Bis mir aufgefallen ist, dieses kleine schicke Detail hier unten am Eck. Nämlich, wenn die Rückplatte aufgedrückt wird, dann bleibt der hier automatisch drin und rutscht nicht mehr raus. Ein tolles Detail, wie ich finde. Und ja, dann können wir den Film einfach hier einlegen, indem wir ihn in dieser Walze hier einklemmen. Und dann wird er hier unten über dieses Rädchen ganz einfach transportiert. Den Verschluss schauen wir uns nochmal im Detail an, denn der kommt uns doch bekannt vor. Viele von euch werden sich noch an das Video über den Prestor-Verschluss erinnern. Und der funktioniert ja bekanntermaßen über zwei Verschlüsse und der ist aber in dem Fall andersrum eingebaut. Also das heißt, wir haben hier nicht den Hinterverschluss, den wir sehen, sondern wir sehen den, ja, der ist näher an der Linse sozusagen. Also anders, als wir das von den Verras kennen. Genau, hier haben wir noch einen Stativanschluss und ja, den Knopf, den man halt zur Entriegelung beim Rückspulen gedrückt halten muss. Von hier unten wird auch noch tatsächlich sichtbar, wir haben die Möglichkeit, einen Drahtauslöser anzuschließen, was natürlich besonders relevant ist, wenn wir den Bulb-Modus benutzen, denn so richtig gerade hinstellen kann man die Kamera auch so nicht. Sie ist zwar sehr eckig, aber gar nicht mal so wahnsinnig stabil. Daher der Drahtauslöser, aber auch hier, man braucht einen sehr stabilen Auslöser, denn, wie gesagt, man muss hier ganz schön feste drücken. Ja, um den Deckel wieder drauf zu machen, auf dem wir übrigens hier das Pentacon-Logo und die Qualitätsstufe 1 sehen können, können wir den hier einfach wieder einhängen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann, also hier sieht man jetzt dann, fällt er hier rein, dann wieder verriegeln und damit ist auch der hier wieder fest. Ja, so sieht sie aus und
So funktioniert sie, die Prakti 2 in diesem Fall. Wobei der Unterschied zur Prakti 1 lediglich im Design liegt. Dazu gehört eine wunderschöne Bereitschaftstasche, wie wir das ja von den Kameras der 50er und 60er Jahre sehr gut kennen. Die ist mal wieder wunderschön aus Leder gefertigt, hat hier vorne ein ganz schön geprägtes Pentagon-Logo, also diesen Erdemann-Turm da mit drauf und ist auch ziemlich massiv, also hat innen drin wahrscheinlich sogar irgendein Blechcase, damit diese Kamera gut geschützt ist. Da wird die so reingesetzt und dann unten fixiert und man hat sie praktisch ganz bequem immer mit dabei. Zusammen mit dieser Tasche wiegt dieses Ding gut ein Kilo. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr stolzes Gewicht. Aber dafür steckt ja auch wahnsinnig viel Technik drin, die zur damaligen Zeit natürlich auch noch sehr mechanisch realisiert werden musste. Dazu aber später mehr. Jetzt gucken wir uns so ein ganz kleines bisschen Geschichtliches. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich ein bisschen was gelesen habe. Und zwar diese Abhandlung von Herbert Blumtritt. Sehr zu empfehlen, 40 Seiten lang und wirklich unterhaltlich geschrieben. Ja, daraus möchte ich jetzt so ganz klein wenig Dinge raus erzählen und wen es interessiert, der kann sich die selber ja mal besorgen. Es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz spannendes Teil. Ja, die Geschichte der Prakti beginnt 1961 im September. Damals wird die Kamera vorgestellt und zwar mit einer riesengroßen Ambition und zwar sie bald für den Weltmarkt zu produzieren und ganz, ganz viel Devisen damit klar zu machen. Ja, Spoiler-Alarm, es hat leider nicht geklappt, denn die Kamera hatte so ihre Macken. Ja, so ein paar Dinge habe ich ja schon gezeigt. Eines ist das Batteriefach. Diese R6-Elemente, die wir heute als AA-Batterien kennen, waren damals in der DDR legendär schlecht und haben auch ja, relativ schnell dann dieses Gütezeichen 1 aberkannt bekommen, waren dann nur noch irgendwie zweite Wahl. Und tatsächlich hat in der DDR diese Kamera dadurch teilweise schon mitten während einem Film bei der Stromversorgung versagt. Die braucht nämlich schon ganz schön viel, dieser Filmtransport, dieses Spannen von dem Verschluss und so, das ist schon sehr, sehr energiereich. Wenn man jetzt heutige, hochwertige Batterien verwendet, ist das natürlich kein Problem mehr. Was allerdings heute noch ein Problem ist, ist, dass diese Kamera etwas zur Überbelichtung neigt. Das heißt, es hat damals in den 60er Jahren ja sehr, sehr viel Farb-Dia-Film gegeben und wir wissen ja, wie wahnsinnig kritisch der in puncto Belichtung reagiert. Und wenn man hier nicht um 2 Blenden nach unten verstellt, die Belichtungszeit, dann werden die Bilder alle total überbelichtet. Wir kennen das ja auch schon von den Veras, dass da tendenziell eher so ein bisschen satt belichtet wird über diesen Belichtungsmesser und das auch durchaus so gewollt war, da wir ja gerade von den Schwarz-Weiß-Negativfilmen ja einen sehr hohen Belichtungsspielraum ja auch gewohnt sind. Allerdings ist das halt für die Farbfilme und gerade für die Farb-Dia-Filme eher problematisch. Ja, deswegen, Farb-Dia-Filme würde ich damit nicht belichten, also ich meine mal abgesehen davon, dass ich das sowieso nur sehr, sehr selten tue, ist aber tatsächlich der Farbnegativfilm dafür meiner Ansicht nach die beste Wahl. Ja, die Kamera hat damals 460 Mark gekostet. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr stolzer Preis, besonders wenn man bedenkt, dass die Vera zur selben Zeit in der einfachsten Ausführung 195 Mark und in der teuersten 530 gekostet hat. Das heißt, für die 460 Mark hätte man wahrscheinlich eine Vera 4 vielleicht, eine Vera 3 bekommen. Das heißt, da glaube ich, hat der ambitionierte Amateur doch tatsächlich eher zur Vera gegriffen als zu dieser Kamera. Und das ist auch der Punkt. Denn die Konkurrenzprodukte waren sehr, sehr stark. Und man muss sagen, man hat zwar ein ja, für viele Anwendungszwecke schönes Modell in der Hand gehabt. Man konnte wunderbar Landschaften fotografieren, man konnte Personengruppen fotografieren und ich meine, wer kennt es nicht, Erna vor, weiß ich nicht,
dem Palast der Republik oder so. Das wäre wunderbar gegangen, wenn man die Personenmotivgruppe eingestellt hat und so weiter. Und so dieser grundlegende Stil, der damals eben gefragt war, der hat funktioniert damit. Und das liegt ganz einfach daran, dass die damals tatsächlich eine statistische Erhebung gemacht haben und geguckt haben, in welchen Bereichen werden die Fotos generell aufgenommen, welche Motive sind gefragt und was wollen die Leute eigentlich machen mit dieser Kamera. Und danach wurde dann dieses Motivregister eingerichtet. Das heißt, da steckt auch schon wahnsinnig viel Vorarbeit drin. Dazu stecken natürlich etliche Patente drin, die in ganz, ganz vielen Ländern angemeldet wurden und unter anderem auch ein Patent für die Belichtungssteuerung aus dem Westen. Und zwar aus Hamburg, und das hat sich die DDR ganz einfach geklaut. Und dafür haben sie ganz schön blechen müssen. Das heißt, diese Kamera hat nicht nur wahnsinnig viel an Entwicklungskapazität und Kosten gefordert, sondern hat auch noch mit dieser, wie Blumtritt sagt, vermeidbaren Patentverletzungsklage einiges an Schaden verursacht. Ja, das heißt, diese Kamera hat auch nicht wahnsinnig lange existiert. 1968 sind dann so die letzten montiert worden. Das heißt, es gab keine frischen Teile mehr, aber das, was noch da war, wurde von Rudi Müller, den er auch ganz interessant beschreibt in diesem Artikel, noch zusammengebaut. Der kann Verschlusszeiten von einer Sekunde bis hin zur 750. Sekunde. Damit ist er in der Praktik ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder wie man es auch immer formulieren mag. Der Verschluss funktioniert nämlich darin, wie wir vorher gesehen haben, nur von einem 30. bis zur 250. Sekunde. Verschenkte Kapazität. Es ist sehr, sehr schade. Man hätte das mit einer einfacheren Variante wohl auch hinbekommen. Nun gut. 1968 geht die Geschichte der Praktik zu Ende mit einem wahnsinnigen Verlust und auch mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Ruf für diese Kamera. Dennoch, es hat was mit dieser Kamera zu fotografieren und es hat auch bis heute noch Modelle, die funktionieren und die richtig, richtig viel Spaß machen. Ich habe ein paar Bilder gemacht, auch auf Schwarz-Weiß-Film. Tatsächlich ist das eine Vollkatastrophe. Also auf Schwarz-Weiß-Film bringt keine knackigen Kontraste, dieses Objektiv. Es ist alles relativ verwackelt gewesen, was auch der erste Film war. Deswegen schauen wir uns jetzt die Bilder an, die ich auf Kodak Gold, einem Farbnegativfilm mit großem Belichtungsspielraum, gemacht habe. Und die überzeugen doch tatsächlich. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und schön, dass ihr noch da seid, denn jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil und zwar der Belichtungsautomatik. Das war legendär an dieser Kamera, natürlich neben dem motorischen Filmtransport, und wir gucken uns jetzt mal genau an, wie der funktioniert. Das hier ist der Verschluss in der Ausgangsstellung. Wir haben unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Unten sehen wir die Einstellwalze für DIN- und ASA-Wert und wir sehen auch, wie der in Abhängigkeit zur Verschlusszeit steht. Dann sehen wir den Belichtungsmesser, der uns ja im Sucherbild auch eingespiegelt wird. Und sobald der nämlich in diesem gelben Bereich zu sehen ist, dann können wir auslösen. Also das heißt, dann ist die Kamera bereit zum Fotografieren. Und durch diesen Abtaster, dieser Nadel, ja, wird dann in Abhängigkeit von der Filmempfindlichkeit und von der gewählten Einstellung eine Belichtungszeit
Blendenkombination gewählt. Ja? Also die Belichtungszeit im Prinzip, die bestimmt ihr ja selber, dadurch, dass ihr ein bestimmtes Motiv im Motivregister einstellt und die Blende wählt der dann über den eingebauten Belichtungsmesser. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn der Auslöser gedrückt wird. Ne? Bei selber Einstellung. Es ist nicht leicht nachzuvollziehen. Man muss sich da vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen oder man kann sich dafür ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe es mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Und wer das von euch möchte, kann das Video hier gerne pausieren. Ich blende euch jetzt noch mal kurz die beiden Bilder ein. Die habe ich übrigens auch aus Blumtritts Abhandlung über die Prakti entnommen. Gut, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like da. Vor allen Dingen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns bitte und drückt die Glocke, dass ihr auch regelmäßig informiert werdet, wenn wieder was Neues kommt. Nächste Woche, wie gesagt, vom Felix die Minolta Weathermatic. Und dann freue ich mich, wenn es jetzt dann wieder so richtig losgeht mit Fotofreunden. Bleibt uns treu, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!